Jeder von euch, der regelmäßig Medien mit Audioinhalten produziert, wie zum Beispiel Videos oder Podcasts, weiß, dass die Tonqualität maßgeblich über die Qualität des Endprodukts entscheidet. Jetzt kann es natürlich passieren, dass unser Audiomaterial Fehler und Störungen aufweist in Form von Rauschen, Hall, ungleichmäßiger Lautstärke in Dialogen, scharf gesprochenen S-Lauten, Popgeräusche, verursacht durch Buchstaben wie P oder T, übersteuerte Signale, auch Clipping genannt, was sich in hässlichen Artefakten widerspiegelt und so weiter. In diesem Review geht es um das Era Bundle 4 von Accusinus, ein Plugin-Paket, das die Reparatur solcher Probleme mit nur einem einzigen Klick ermöglichen soll und welches in diversen Schnittprogrammen eingesetzt werden kann, wie zum Beispiel Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut und vielen weiteren. Wie das genau funktioniert und ob es hält, was es verspricht, das erfahrt ihr in diesem Video. Loading Moonter Media Operating System. Establishing Connection. Accusinus hat uns für diesen Test eine Lizenz für das Era Bundle 4 zur Verfügung gestellt. Dies beeinträchtigt allerdings in keinster Weise dieses Review. Ich habe Accusinus gesagt, dass wir absolut objektiv testen werden. Die Installation geht einfach vonstatten. Ihr ladet euch auf der Accusinus Website den für euer Betriebssystem passenden Installer herunter, führt diesen aus. Je nach NLE ist die erstmalige Inbetriebnahme und die Aktivierung der Software minimal unterschiedlich. In Adobe Premiere zum Beispiel wechselt ihr dann in das Menü Voreinstellungen, Audio und lasst Premiere das Plugin-Verzeichnis einmal scannen. Anschließend fügt ihr die Era-Plugins einfach hinzu und könnt diese dann ganz einfach im Programmbereich Effekte von Premiere finden und wie gewohnt per Drag-and-Drop auf eure Clips in der Timeline anwenden. Bevor wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, wie das hier in Premiere Pro funktioniert, ein Wort vorab für diejenigen, die Accusinus noch nicht kennen. Ich habe ein bisschen mit denen gesprochen von Accusinus und dabei ist halt rausgekommen, das darf ich auch ruhig sagen, das ist nicht schlimm, habe ich mich extra abgesichert. Adobe zum Beispiel hat Technologieteile von Accusinus lizenziert und verwendet die hier im Essential Sound Panel. Wenn man jetzt zum Beispiel hier versucht, was zu entrauschen im Essential Sound Panel, indem man jetzt hier unter Reparieren geht, was sich hier so findet, ne, Rauschen reduzieren und so weiter, auch noch manche andere Sachen. Ich meine, auch der De-esser, das ist Technik von Accusinus, die da im Hintergrund arbeitet. Das finde ich auf der einen Seite ganz cool, weil das ja auch zeigt, dass das dass das Technik ist, die wirklich was zu taugen scheint. Sonst hätte wohl Adobe das nicht lizenziert und würde nicht Technik von Accusinus einsetzen. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, warum brauche ich denn dann überhaupt dieses Accusinus-Era-Bundle-Paket? Ja, zum einen ist es halt so, dass natürlich nicht alles hier drin ist im Essential Sound Panel. Dann aber auch, dass man feinere Einstellungsmöglichkeiten noch hat, auch wenn es Ein-Klick-Lösungen sind. Man kann aber noch mehr einstellen, das schauen wir uns gleich nochmal an in den Plugins. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass ja nicht jeder Adobe Premiere verwendet. Und wenn wir mal auf die Website hier schauen von Accusinus, werden wir ja sehen, dass das Ganze hier in mehreren NLEs und DAWs funktioniert, also in Schnitt- und Audioprogrammen wie Premiere und Audition, gut, aber Final Cut auch, Resolve und so weiter. Da gibt es aber viele. Und wie gesagt, auch in Resolve, das ist natürlich eine schöne Sache für diejenigen, die das einsetzen. Und man hat jetzt mehrere Möglichkeiten, mehrere Werkzeuge hier, die werden wir uns jetzt mal anschauen hier. Ich habe mal hier alle angewendet auf einen Clip. Das funktioniert von der Anwendung ganz simpel so, wie man das bei jedem Effekt halt kennt. Man sucht hier zum Beispiel nach Era 4 und hat man hier seine Werkzeuge wie Declipper, der also dieses, das schauen wir uns aber gleich noch anhand von ein paar Beispielen an, der also übersteuerte Geräusche entfernt, De-esser für die S-Geräusche, auch noch in einer erweiterten Version hier, Rauschen entfernt, also Noise Remover, Hintergrund, Lüfter, Rauschen etc., scharf oder gesprochene Laute wie P oder T, die diese Geräusche halt verursachen, dann um noch Hall zu entfernen, den Reverb Remover und den Voice Leveler. Und dazu noch ganz kurz vorab, ein paar Sachen funktionieren hier anders und besser, wie zum Beispiel in Premiere eingebaut, habe ich festgestellt. Wir können ja beispielsweise auch in Premiere auf der Intensität hier im Essential Sound Panel auf automatisch klicken und dann wird die Lautstärke angepasst von der Lautstärke. Ich habe aber festgestellt, dass das Ganze nicht so gut funktioniert über einen längeren Zeitraum und wie das Plugin hier von das Era Bundle das macht mit dem Voice Leveler, scheint etwas anders zu funktionieren als mit diesem automatisch anpassen, weil das automatisch anpassen
Das stellt das Ganze auf eine Durchschnittslautstärke ein. Das steht ja auch hier. Passt Clips automatisch an eine durchschnittliche Standardlautstärke für Dialog an. Ich habe aber das Gefühl, dass das auf den Durchschnitt der Datei funktioniert. Also wenn wir jetzt diesen Abschnitt uns jetzt hier anhören würden, würde das über diese paar Sekunden eine gewisse Lautstärke im Schnitt haben. Jedes einzelne Segment hat dann aber noch eine unterschiedliche Lautstärke. Und dieser Voice-Leveler, der schafft es, das konstant auf ein Level zu bringen, je nachdem, wie intensiv wir das einstellen. Also das, finde ich, funktioniert deutlich besser. Das schauen wir uns jetzt aber noch im Detail an. Ich habe hier ein paar Beispiele vorbereitet, zum Beispiel für den Noise Remover. Wie gesagt, angenommen, ich habe das jetzt so gemacht, hier ist immer ein Clip, wo das Ganze unbehandelt ist, dann ist hier ein Clip, das gleich kopiert, da habe ich aber das Plugin drauf angewendet, sodass wir jetzt hier so ein Vorher-Nachher immer haben und ich zeige euch das mal. Angenommen, das ist dieser Clip und ich möchte den Noise Remover da drauf anwenden, dann gehe ich einfach in meine Effekte, suche nach ERA 4 und dann gucke ich hier, jo, hier ist der Noise Remover, wo ist er? Noise Remover und ziehe den dann einfach auf den Clip oder da oben ins Effekte-Panel, ganz egal. Das habe ich schon gemacht und zwar hier und dann sehen wir auch hier bei dem Clip, dass hier jetzt zwei Sachen sind. Den Voice Level habe ich auch noch angewendet, muss man nicht, kann man. Jetzt öffne ich mal hier den Noise Remover, da ist so ein eigenes Fenster, so sieht das bei jedem von diesen Plugins aus. Wenn ich hier den Voice Leveler öffne und dann nochmal den Noise Remover, seht ihr, dass es immer ähnlich aufgebaut ist. Wir haben im Prinzip hier so eine Dezibel-Anzeige für den aktuellen Ausschlag. Dann haben wir hier so ein Output, das kann man auch so ein bisschen betrachten wie Make-up. Wenn also der Clip leiser wird durch unser Plugin, kann man hier wieder ein bisschen gegensteuern. Und dann hat man jeweils noch individuelle Funktionen, je nach Plugin, um welche Frequenzen man treffen möchte. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie der Noise Remover hier gearbeitet hat. Dies ist ein Test für Rauschen. Im Hintergrund dieses Clips läuft ein Lüfter. Also ihr habt es gehört, da ist Rauschen deutlich zu vernehmen, gerade hier in der Mitte und am Ende. Und jetzt kommt der gleiche Clip nochmal mit dem Effekt angewendet. Dies ist ein Test für Rauschen. Im Hintergrund dieses Clips läuft ein Lüfter. Gerade zum Schluss hat man jetzt gemerkt, dass da kein Rauschen mehr ist. Und das ist jetzt hier ziemlich heftig angepasst auf dem Stück. Man kann von der Intensität auch runtergehen und dann wird das Ganze etwas weniger scharf angegangen. Und das ist natürlich manchmal vorteilhaft. Und da seht ihr auch schon die Unterschiede zum Essential Sound Panel. Man kann da natürlich auch für manche Sachen die Intensitäten einstellen, da hört es dann aber schon auf. Hier kann ich noch einstellen, welche Frequenzen ich treffen möchte. Und bei manchen von diesen Plugins kann ich auch noch die Qualität einstellen. Das funktioniert auch im Essential Sound Panel nicht. Also ihr seht, auch wenn ihr jetzt Adobe Premiere verwendet, ist das nochmal ein bisschen, bietet ein bisschen mehr Einstellmöglichkeiten, ist aber trotzdem total simpel in der Anwendungsmöglichkeit. Und das ist natürlich nicht schlecht. Und auch hier könnt ihr natürlich das Ganze als Vorgabe speichern und könnt das nochmal genau abspeichern, wenn ihr es mit den Einstellungen nochmal irgendwo anders verwenden wollt. Also auch das ist nochmal eine zusätzliche Möglichkeit. Jetzt schauen wir uns mal hier Clipping an. Das ist natürlich eine Sache, die ist, wenn es passiert, ist echt unschön, aber manchmal ist es halt passiert, dann hat man keine andere Möglichkeit. Schauen wir uns das mal an, was das Plugin da machen kann. Wenn das Eingangssignal zu laut ist, entstehen hässliche Geräusche, die man auch als Clipping bezeichnet und die gut zu erkennen sind an der abgeschnittenen Wellenform. Ja, also das sehen wir halt hier, dass da einfach Stücke der Wellenform dann komplett abgeschnitten sind, hier zum Beispiel. Und wenn man das Ganze dann leiser macht, also runterbringen würde, man kann es machen, aber es ist dann trotzdem noch abgeschnitten und diese charakteristischen Artefakte sind dann immer noch zu hören. Ich kann das ja mal gerade ein bisschen leiser machen. Ihr seht dann also hier, da sind einfach Bereiche komplett abgeschnitten und das ist dann zwar leiser, aber immer noch typisch verzerrt. Jetzt schauen wir uns mal an, was der Declipper da ausrichten kann. Wenn das Eingangssignal zu laut ist, entstehen hässliche Geräusche, die man auch als Clipping bezeichnet und die gut zu erkennen sind an der abgeschnittenen Wellenform. Also hier hinten hat man es noch ein ganz bisschen gehört, aber so gesehen ist es halt gut behandelt worden und ist jetzt wirklich angenehmer. Und ihr könnt, wie gesagt, immer noch die Stärke, mit der das Ganze verarbeitet wird, anpassen. Und ihr könnt hier auch noch ein bisschen den Modus verändern. Das ist, wie gesagt, unterschiedlich je nach Plugin, ob ihr jetzt einen Noise Remover oder De-esser oder so. Die haben natürlich andere Funktionen nochmal. Und ihr seht immer auch, wo das Plugin dann gearbeitet hat. Und das ist also ganz praktisch. Und was ich eben sagte, ihr könnt auch bei manchen Plugins nochmal die
die Qualität einstellen. Ich glaube, das war beim. Man darf auch nicht vergessen, dass das hier alles on the fly gemacht wird, diese Effekte. Und da kann es mal zu kommen. Hier haben wir auch nochmal Intense und hier haben wir nochmal Quality High. Ja, und hier steht es auch nochmal. Das ist das CPU halt sehr beansprucht. Und da ist es wirklich so, wenn man den Declipper auf High anwendet, das habe ich übrigens hier vorne gemacht, bei dem Stück, da ist jetzt nur noch der Voice Level da drauf, weil dieses Audiostück ist schon ein Stück, was ich rausgerendert habe und hier wieder reingemacht habe, um wirklich die Qualität mal zu testen. Und wenn ihr ich mache den gerade nochmal hier drauf, den Declipper jetzt so verwenden wollt und hier auf High stellt und ihr wollt das Ganze abspielen, dann kann es euch passieren, dass es stockt und dass es nicht gut klingt. Das liegt daran, dass das Ganze am besten erstmal rausgerendert werden muss, weil er das nicht schafft, hier on the fly so gut zu dekodieren. Also das nochmal dazu. Ja, wir können uns nochmal den Voice Leveler hier anhören, was der hier macht. Also das ist ja typisch, jemand spricht, ihr nehmt irgendwo was auf und jemand spricht dann ja mal ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser. Und das dann von Hand anzupassen, das ist wirklich ein Krampf. Und hier, zack, einfach den Voice Leveler angewendet, fertig. Alleine das ist schon eine richtig coole Funktion. Und der Denoiser, diese beiden Sachen sind schon mal eigentlich das ganze Bundle wert für etwas über $100, was es im Angebot kostet. Und wir schauen uns mal an, was der Voice Leveler ausrichten kann. Erstmal wieder vorher. Dies ist der erste Abschnitt, gesprochen in einer bestimmten Lautstärke. Das ist der zweite Abschnitt, deutlich leiser gesprochen. Nach Anwendung des Plugins werden diese beiden auf einem Level sein. So, jetzt schauen wir uns dasselbe Stück nochmal an, mit dem Voice Leveler darauf angewendet. Dies ist der erste Abschnitt, gesprochen in einer bestimmten Lautstärke. Das ist der zweite Abschnitt, deutlich leiser gesprochen. Nach Anwendung des Plugins werden diese beiden auf einem Level sein. Also ihr habt gehört, dass man jetzt hier keinen Unterschied mehr gehört hat von der Lautstärke zum ersten Segment zum zweiten, obwohl das ja vorher der Fall war. Was ihr vielleicht auch gehört habt, ist, dass jetzt hier ein bisschen Hintergrundrauschen, also Noise hinzugekommen ist. Gerade in diesem Bereich der Stille hört man das sehr gut. Vielleicht habt ihr es gehört, vielleicht nicht. Mit Kopfhörer hört ihr es auf jeden Fall. Da könnte man also auch noch ein weiteres Plugin drauf anwenden, den Noise Remover. Kann ich direkt da nochmal drauf anwenden. Jetzt ist der angewendet hier. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er mit den Standardeinstellungen, die eigentlich sehr gut funktionieren, was ich getestet habe. Wenn ich mein Projekt mal angucke, seht ihr, wie viele Audiodateien ich hier habe. Ich habe wirklich viel und lange getestet damit, um wirklich herauszufinden, lohnt sich diese Investition oder vielleicht doch nicht. Und wenn man jetzt mal betrachtet, man produziert relativ viel Content und hat immer wieder was damit zu tun, dass man irgendwie seine Audio versucht anzupassen und man ist vielleicht auch nicht so der Audio-Crack und fummelt dann da rum und versucht mit dem Equalizer und rauszufinden, welche Frequenz man jetzt treffen muss und dann ist es aber doch noch nicht so optimal. Da ist das wirklich eine lohnende Sache, wie ich finde. Und das ist wirklich meine persönliche Meinung. Wir schauen mal, was jetzt der Noise Remover hier gemacht hat. Danke. Das ist okay, auf 40% Noise ist weg. Zweiter Abschnitt, deutlich leiser gesprochen. Nach Anwendung des Plugins werden... Und das ist wirklich also eine super Sache. Also einfach angewendet, zack, Problem erledigt. Und das funktioniert sehr gut, vor allem, also wie gesagt, mit dem Noise Remover und mit dem Voice Leveler bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Das funktioniert echt extrem gut. Und was soll ich sagen? Also das ist wirklich eine Geschichte, die wirklich lohnend ist, wenn man jetzt öfter was macht und nicht so viel, gerade auch nicht so viel Zeit da reinstecken möchte. Stellt euch vor, ihr könnt zwar die ganzen Sachen bedienen, ihr wisst alles, wie es funktioniert, wie ein Equalizer funktioniert, wie ein Noise Gate funktioniert, wie ein Limiter funktioniert und. Trotzdem sind es viel mehr Klicks und das ist nicht immer gerechtfertigt. Stellt euch vor, gerade für die zum Beispiel von euch, die das gewerblich machen und diese Plugins funktionieren nun mal mit Final Cut, mit DaVinci, mit Premiere und so weiter, dann spart ihr halt viel Zeit damit, weil es bringt euch ja nichts, wenn ihr etwas macht, wo kaum Budget vorhanden ist und ihr sitzt dann sonst viel lange da dran. Und manchmal sind es dann ja wirklich Sachen, die hört vielleicht nur der Profi raus und der Kunde hört das selber noch nicht mal und ihr steckt da sonst viel Zeit rein. Also schaut es euch mal an. Es gibt auf jeden Fall auf der Seite überall die Funktion, dass man sich das auch mal runterlädt, hier diesen Installer und einfach mal testet, also eine Demo-Version. Hier oben steht ja auch Free Trial und das kann ich euch nur empfehlen zu machen. Ihr ladet euch das einfach mal runter, auch für Windows oder Mac, ganz egal. Und dann spielt ihr damit mal so ein bisschen rum. Ach, was ich noch nicht gezeigt habe, es gibt noch eine erweiterte Version hier, zwar vom De-Esser. Das ist das Einzige, wo man dann nochmal so ein erweitertes Panel hat, das dann so aussieht. Da hat man nochmal ein paar mehr
Optionen, um das Ganze zu tweaken, anzupassen und habe ich aber gar nicht verwendet. Und ja, schaut da mal rein. Ihr könnt euch auch ein paar Beispiele auf der Seite von der QSNUS anhören. Also vorher, nachher. Hier drüber ist immer Hit in Action. Da könnt ihr euch mal anhören, was die so gemacht haben. Voice Leveler habe ich euch ja schon gezeigt. Aber hier ist noch die Essa oder Plosive Remover. Die Clipper habe ich euch auch gezeigt. Und ja, achso, die Pro-Version hat dann übrigens nur den Essa Pro. Und ja, schaut mal rein. Ich denke, das ist wirklich nützlich für den einen oder anderen, der regelmäßig Content produziert und schneller sein möchte. Und die Ergebnisse sind vor allem sauber. Ein Hinweis nochmal dazu, nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe es manchmal gemerkt, das ist aber auch mit den Adobe-internen Plugins oder Effekten der Fall, dass wenn ihr einen Effekt angewendet habt auf einen Clip und ihr fangt das an abzuspielen, dass am Anfang wie ein Artefakt oder eine höhere Lautstärke zu hören ist, was aber sich nach ein, zwei Sekunden gibt. Das liegt daran, dass man das Ganze erstmal rausrendern muss. Also das ist in der finalen Datei nicht zu hören. Nur noch mal so als Hinweis, falls ihr das ausprobieren solltet. Also viel Spaß beim Ausprobieren mit diesen Plugins von Accusinus. Ich kann sie wirklich nur empfehlen, gerade für den einmaligen Preis. Wo sind wir gerade? Ist es wieder im Angebot? Wo sind wir? $119. Also ich denke mal, das sind um die 100 Euro für alle. Und ist eine lohnende Geschichte. Jetzt genug geredet, viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.